Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist Sonntag, irgendwie 7.05 Uhr oder so. Ich sitze hier am Parkplatz. Heute ist der Stadtwecker Halbmarathon und unser Verein organisiert das Ganze. Ja, und ich wurde eingeteilt. Die Schranke. Wo ist sie? Da. Immer offen zuzumachen. Für die Leute, die hier auf dem Parkplatz parken wollen. Das wird ein Spaß. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Was geht? Ja, weil ich das alles gemacht habe, mussten das alles schneiden und die Medaillen aufhängen und du kommst hier mit deiner Kamera und filmst das auf Instagram. Ich wäre schon fertig. Was hast du denn mit Titel? Brötchen. Ja. Von Antonio. Willst du eins? Hast du eins? Es sind zwei. Du kannst dir auch eins holen gleich. Wo denn? Bei Antonio, da auf dem Lidl-Parkplatz. Okay. Bin ich deine Lebensretterin, Christy? Ha? Bin ich deine Lebensretterin? Ja, ist so kalt. Ich habe dir meinen Pulli geliehen. Reebok-Pulli. Hammer, ne? Okay, wir sehen uns. Tschüssi. Hallo. Es ist Mittwoch. Wie in meinem letzten Video habe ich sonntags angefangen zu filmen und dann vergessen weiter zu filmen. Beziehungsweise es ist auch gar nichts Spannendes passiert, deswegen habe ich auch nicht gefilmt. Ja, ich habe mich jetzt umgezogen, in meine Sportsachen geschmissen und falls gleich zum Verein, treffe mich da mit der Fabienne und machen so ein bisschen, ich glaube, ich werde ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen Athletik, ein bisschen Kraft für den Oberkörper machen, weil wir haben aktuell noch Saisonpause und dann trainieren wir eh nur so ein bisschen nach Lust und Laune, ein bisschen bewegen und ich fahre dann gleich los und versuche euch ein bisschen mitzunehmen. Da ist die Fabienne. Hallo. So, wir fahren jetzt ein bisschen Fahrrad, oder? Ja, nur ein bisschen. Was machen wir jetzt, Fabienne? Stabil. Was machst du? Booty. Was mache ich jetzt? Ja. Bisschen faul, um anzufangen. Alter, das ist kein Job, was ich mache. Ich sehe jetzt schon pinke Punkte. Das sagt doch alles. Oh, ich kann ja. Scheiße. Oh Mann, ich krieg das irgendwie nicht hin. Klappmesser. So richtig. Ja, aber ich gehe doch gar nicht richtig. Ja, einwählen. Ich mache die so. Aber dann krieg ich das Bein auch nicht hoch. Ich habe eine Woche nichts gemacht, ich kann nichts mehr. Junge, ich habe drei Wochen. Maike aktiv am Trinken. Ja.
Jetzt machen wir Klimmzüge. Also wir versuchen das. Keine Ahnung, ich glaube anscheinend nur das. Oha. Ich dachte, der ganze Außenplatz hier. Nein, nur das hier vorne. Wird Kraftraum. Also es wird einfach nur erweitert. Ja, brauchen wir. Ach, Scheiße. Also für den Oberkörper mache ich nichts. Steht schon mal fest. Ich kann noch ein bisschen für meine Rückenmuskulatur, für meinen Hüftbein. Sehr gut, durchgezogen. Okay, jetzt mache ich wieder Rudern. Rudern. Und dann wieder Bizeps. Und das dreimal. 18 Wiederholungen. Und dann Schultern, Seitheben. Ja. Sind jetzt fertig. Hat was gemacht, Fabian? Ja. Spürst du schon die Übungen in deinem Hintern? Ja, leider. Meine Arme tun mir jetzt auch schon weh. Ich fahre jetzt nach Hause, dann kommt meine Freundin und dann kochen wir was zusammen. Was machst du jetzt noch, Fabienne? Na gut, nichts. Ich lege mich hin und schlafe. Okay. Bis dann, Fabienne. Tschüss. Schaut mal, wer bei mir ist. Die Sophia. Wir haben jetzt was gegessen und Sophia hat mich gerade total erschrocken, weil sie mir den Regenbogen zeigen wollte. Okay, er sieht in echt viel krasser aus als jetzt in der Kamera. Wir machen jetzt auf jeden Fall jetzt einen entspannten Abend, haben einen Melonen-Feta-Käsesalat gemacht. Der ist auch echt ganz gut geworden. Und Sophia war sehr gespannt, wie das schmeckt, aber im Endeffekt hat es sehr geschmeckt. Genau. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich das Video, weil in den nächsten paar Tagen passiert nicht mehr so viel bei mir, was ich irgendwie filmen könnte oder was interessant für euch wäre. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis dann. Ciao!